Wie ihr bestimmt im Titel schon gesehen habt, gibt es heute einen Buchhaul. Wenn ihr meine letzten Videos verfolgt habt oder auch meinen letzten Buchhaul gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich eigentlich auf einem Bookbuying-Ban bin, beziehungsweise war. Wie gesagt, ich bin auf einem Bookbuying-Ban, also ich hoffe, dass in den nächsten Monaten kein noch so ein riesiger Buchhaul kommen wird. Ich habe jetzt wirklich lange keine Bücher gekauft und es ist Winter, es liegt draußen Schnee, es ist bald Weihnachten und dann musste ich mir einfach Weihnachts- beziehungsweise Winterbücher kaufen. Und ich habe tatsächlich noch nie Winter- bzw. Weihnachtsbücher gelesen, glaube ich, außer als ich vielleicht klein war und diese Weihnachtsgeschichten, diese Kurzgeschichten gelesen habe. Aber ja, sonst glaube ich die letzten Jahre auf jeden Fall nicht. Und deswegen musste ich mir jetzt einfach ein paar Bücher bestellen. Ich habe sie bei Thalia bestellt und ich würde sagen, wir backen diese Box gleich mal gemeinsam aus. Oh mein Gott, ich freue mich sehr. Ich habe so lange keine Bücher mehr gekauft und keinen Bookhaul gemacht und jetzt freue ich mich wirklich extrem auf diese Bücher. Okay, let's see. Okay, geht das? Ugh, wow, okay. Okay, das erste Buch, was mich eigentlich anspringt, wenn ich die Box ansehe, ist von Heather Fawcett, Emily Wilde's Encyclopedia of Fairies. Denn dieses Cover ist vielleicht das schönste Buchcover, das ich jemals gesehen habe. Ich meine, wie schön ist das? Habe ich das Buch nur wegen dem Cover gekauft? Um ehrlich zu sein, vielleicht. Es ist so, so schön. Oh mein Gott, okay. In diesem Buch verfolgen wir Emily Wilde und sie schreibt eine Enzyklopädie über Feen und das macht sie in einem super kleinen Dorf und möchte dort eigentlich gar keine Bewohner kennenlernen und einfach ihre Arbeit machen. Relatable. Und dann lernt sie aber natürlich einen mysteriösen Mann kennen und sie deckt nicht nur die Geheimnisse von den Feen und von diesem Mann auf, sondern auch eigentlich das Mysterium über ihr eigenes Herz. Und das verfolgen wir einfach in der Geschichte. Also es ist eigentlich eine Fantasy-Romance-Geschichte, so wie es klingt, und ich freue mich sehr darauf. Ich habe viel Positives gehört und ich bin gespannt, ob das Buch genauso schön ist wie das Buchcover. Und dann habe ich hier eigentlich zwei Weihnachtsgeschichten, beziehungsweise zwei Weihnachtsklassiker. Und einer davon ist von E.T.A. Hoffmann, The Nutcracker, also der Nussknacker. Und ich glaube, ich kenne die Geschichte vom Nussknacker eigentlich gar nicht. Also ich bin mir sehr sicher, dass ich irgendwann, als ich jünger war, Barbie in der Nussknacker gesehen habe. Und deswegen weiß ich auch, dass es zum Beispiel Ratten in dem Nussknacker gibt. Aber ich weiß echt eigentlich gar nicht ganz genau, um was es in dem Buch geht. Und deswegen dachte ich mir, okay, das ist jetzt die perfekte Zeit, um das Buch zu lesen. Und ich würde auch super gerne irgendwann das Ballett von dem Nussknacker anschauen, denn ich liebe Ballett und ich finde das so inspirierend. Und ich glaube, das wäre so eine schöne Beschäftigung für die Weihnachtszeit. Und genau, das ist der Nussknacker. Ich habe hier die Penguin Classics Edition in Hardcover und ich liebe diese Penguin Editions. Die sind einfach so, so, so schön. Wow. Noch eine Penguins Edition, aber diesmal eine English Library, nämlich von Charles Dickens, A Christmas Carol. Und vielleicht sagt dir der Titel jetzt gar nichts, aber wenn du den Disney-Film Eine Weihnachtsgeschichte mit Ebenezer Scrooge kennst, dann kennst du auch diese Geschichte, denn in A Christmas Carol schreibt Charles Dickens über Ebenezer Scrooge und ich habe diesen Film schon, als ich jung war, so geliebt und es ist auch jetzt noch wirklich ein Weihnachtsfilm, den ich jedes Jahr sehe und der berührt mich immer wieder und deswegen dachte ich mir, eigentlich wäre es voll schön, die passende Geschichte dazu zu lesen. Und wenn ihr es nicht wisst, Ebenezer Scrooge ist ein alter Mann, der mit seiner Familie und eigentlich mit keinen Menschen wirklich Kontakt haben möchte. Er ist super in sich gekehrt und super zornig und wirkt so, als hätte er gar keine Freude in seinem Leben und als ob ihm das auch so gefallen würde. Also immer wenn man ihm Freude bereiten möchte, dann nimmt er diese gar nicht an und wird nur noch böser. Und dann besuchen ihn zu Weihnachten diese vier Geister. Ich glaube, es sind vier oder sind es drei? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall besuchen ihn diese drei oder vier Geister zu den Weihnachten und dadurch hat er dann eine zweite Chance und vielleicht wird auch sein eiskaltes, gefrorenes Herz schmelzen und genau das verfolgen wir in diesem Buch und ich liebe, liebe, liebe A Christmas Carol. Oh mein Gott, vielleicht eine meiner Lieblings-Weihnachtsgeschichten und Weihnachtsfilme. Als nächstes habe ich hier ein Buch, von dem ich vorher eigentlich gar nichts gehört habe, aber bevor ich meine Bestellung aufgegeben habe, habe ich mich natürlich ein bisschen auf TikTok und YouTube über Winter- und Weihnachtsbuchempfehlungen informiert und dann bin ich darauf gestoßen und ich kann mich erinnern, dass die
Geschichte, also die Beschreibung, so interessant klang. Und dann musste ich es mir einfach bestellen. Und das ist The Starless Sea von Erin Morgenstern. Und ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, worum es geht, aber wir verfolgen in dem Buch Zachary. Und Zachary findet plötzlich eines Tages irgendwie in einem Buch die Geschichte seines Lebens, also eigentlich die Geschichte seiner Kindheit. Und dann macht er sich auf die Suche nach dem Rest der Geschichte und nach dem Ende der Geschichte und trifft dabei auf diese fantastischen Welten. Also er findet irgendwie eine verzauberte oder irgendeine mystische Bücherei, eine verlorene Stadt oder verlorene Städte und auch ein Meer. Und ich bin sehr gespannt darauf. Also ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Beschreibung war, aber ich kann euch kurz vorlesen, was die deutsche Buchbeschreibung am Buchrücken sagt. Ich muss das nur größer machen, weil ich sehe gar nichts. Okay. Eigentlich arbeitet Zachary an seiner Promotion, doch er kommt nicht weiter. Denn immer wenn er in der Bibliothek ist, sucht er ein Buch auf, das zwischen den Regalen versteckt liegt. Ein Buch, in dem Zachary eines Tages eine Schilderung seiner eigenen Kindheit findet. Aber wie ist das möglich? Auf der Suche nach dem Geheimnis dieses Buches entdeckt Zachary eine unterirdische Welt voller Bücher am Ufer eines sternenlosen Meers, wo er schließlich eine Verschwörung aufdecken und für die Liebe seines Lebens kämpfen muss. Das nächste Buch, was ich hier habe, wurde, glaube ich, in jedem Video empfohlen, das ich gesehen habe über Winter- und Weihnachtsbücher. Und das ist von Naomi Novik, keine Ahnung, Spinning Silver. Und in Spinning Silver verfolgen wir Miriam und sie ist die Tochter eines Pfandleihers und ihr Vater mag es aber nicht, um Geld zu betteln und deswegen übernimmt sie dann seine Rolle und dann entsteht in ihrer Stadt das Gerücht, dass sie Silber zu Gold machen kann und natürlich hört auch der Feenkönig davon und entführt sie. Und der Feenkönig sagt ihr, wenn sie das Silber nicht zu Gold machen kann, dann wird sie getötet. Und gleichzeitig versinkt aber die ganze Menschheit in Kälte und Eis und Miriam muss sich entscheiden, was sie jetzt als nächstes macht, wie sie vorgehen wird. Und ich denke, es klingt nach einer ziemlich vorhersehbaren Geschichte vielleicht und ziemlich 0815, okay, das Menschenmädchen, die Menschenfrau wird von einem Feenkönig entführt, aber ich liebe solche Geschichten und deswegen habe ich es auch gekauft. Und ich habe wirklich keine negative Rezension dazu gehört und deswegen dachte ich mir, okay, perfekt. Und dann als letztes habe ich hier eigentlich eine Buchserie, die aus zwei Büchern besteht, nämlich eine Duology. Und diese Duology ist The Six of Crows von Leigh Bardugo. Und ich habe von Leigh Bardugo in meinem Dark Academia Video das Buch Ninth House gelesen. Und ich habe dieses Buch wirklich geliebt. Ich war so überrascht davon. Und ich fand auch den Schreibstil von Leigh Bardugo so gut, dass ich mir jetzt dachte, okay, ich möchte mehr von ihr lesen. Und dann habe ich gehört, dass Six of Crows und auch die Shadow and Bone Trilogy von ihr super gehypt sind. Und da habe ich auch eigentlich fast gar keine negativen Reviews gehört. Und dann dachte ich mir, okay, warum nicht? Und diese Bücher sollen auch wirklich gut in den Winter und zur Winterzeit passen und deswegen ist es einfach perfekt für mich. Und so sehen die Cover aus. Wirklich super, super cool und keine Ahnung, um was es in Six of Crows eigentlich geht. Wie immer bin ich ahnungslos. Ich höre ein paar gute Rezensionen online und dann bin ich schon überzeugt. Also dann muss ich mir die Bücher einfach kaufen und einen Moment, ich werde Ketterdam, pulsierende Hafenstadt, Handelsmetropole, Dummelplatz zwielichtiger Gestalten. Hier hat sich Katz Brecker zur gerissenen und skrupellosen rechten Hand eines Bandenchefs hochgearbeitet. Als er eines Tages ein Jobangebot erhält, das ihm unermesslichen Reichtum bescheren würde, weiß Katz zwei Dinge. Erstens wird dieses Geld den Tod seines Bruders rächen, zweitens kann er den Job unmöglich alleine erledigen. Mit fünf Gefährten, die höchst unterschiedliche Motive antreiben, macht Cass sich auf in den Norden, um einen gefährlichen Magier aus dem bestgesichertsten Gefängnis der Welt zu befreien. Die sechs Krähen sind professionell, clever und Cass fühlt sich jeder Herausforderung gewachsen, außer in Gegenwart der schönen Inay. Okay, also eine Fantasy-Geschichte mit ziemlich hohen Stakes, wie es scheint, und natürlich auch eine Liebesgeschichte mit dabei. Ach, wie könnte es besser sein? Das sind auf jeden Fall alle Bücher, die ich mir für den Winter und den Herbst bestellt habe, obwohl das eigentlich gar nicht stimmt. Denn ich habe mir auch diese Shadow and Bone Trilogy von
Leigh Bardugo bestellt, dann ist es entweder die Vor- oder Nachgeschichte zu Six of Crows, ich bin mir jetzt nicht sicher, und diese Lieferung hat sich aber verzögert und deswegen habe ich sie jetzt noch nicht, aber das sind alle Bücher, die ich jetzt bekommen habe und alle Bücher, die ich im Winter auch lesen möchte, und schreib mir, ob du eines davon kennst, ob du eines davon gelesen hast, und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder, und ich habe mich wie immer gefreut, dass ihr mit dabei wart.